Wir haben gerade miterlebt, wie die südliche Hälfte Kaliforniens von Rekordfeuern heimgesucht wurde. Und das erhöht natürlich mächtig deren Defizit. Und wir sehen auch, dass die Bundesregierung der Vereinigten Staaten ebenfalls Rekorddefizite hat, mehr als 7 Billionen Dollar mittlerweile. Wir sehen also einige riesige Probleme. Wir unterstützen auch die Juden im Nahen Osten, wie sie Krieg führen gegen den Terrorismus. Aber seien wir ehrlich, sind sie nicht dabei, diesen Krieg zu verlieren? Und das wird zu einem großen Problem, nicht nur für die USA, sondern für den Großteil der Welt. Und wie werden wir alle diese monströsen Probleme lösen? Und es sind gigantische Probleme. Und dennoch gibt es eine Lösung für diese Probleme. Es gibt immer eine Lösung, wenn wir wissen, wohin wir gehen müssen, um diese Lösung zu finden. Die Lösung ist natürlich in Ihrer Bibel zu finden. Und sie ist sehr deutlich darin, dass wir imstande sein sollten, all diese Probleme zu lösen. Aber die Bibel ist ein Geheimnis. Sie ist ein Geheimnis für diese Welt. Sie wird nicht von der Religion verstanden und wird natürlich auch nicht von der Wissenschaft erklärt und wird nicht von der Pädagogik gelehrt. Die Menschen nehmen nur an, dass die Bibel dies oder das sagt und sie wissen nicht wirklich, was die Bibel tatsächlich sagt. Nun, was wir daher tun müssen, ist das Geheimnis von der Bibel abzustreifen. Wie können wir das tun? Wenn wir unsere Bibel wirklich verstanden haben, dann sagt die Bibel, dass wir voll Freude sein sollten, wenn wir sie wirklich verstehen. Aber Gott ist für die meisten Menschen nicht real und die Bibel ergibt nicht wirklich Sinn für sie. Fragen Sie die Menschen. Fragen Sie sie, ob die Bibel Sinn macht. Und stellen Sie ihnen Fragen darüber, und ich behaupte, Sie werden sehr verwirrende Antworten hören. Daher möchte ich heute zu Ihnen über ein Buch sprechen mit dem Titel Geheimnis der Zeitalter. Es ist ein kolossales Buch und es wurde von Herbert Armstrong geschrieben und es hat den Untertitel Haben Sie sich schon einmal gefragt, wer bin ich? Was bin ich? Wozu bin ich? Sie sind ein Geheimnis. Die Welt, Ihr Lebensraum ist ein Rätsel. Eines, das Sie jetzt verstehen können. Mit diesem Buch können Sie jetzt verstehen, ich sage Ihnen, Sie als Person oder die gesamte Nation können die Bibel verstehen. Und ich spreche über ein Buch, das entschlüsselt ist. Denn die Bibel ist ein verschlüsseltes Buch. Aber macht es nicht Sinn für Sie? Ist es nicht logisch, dass wir in dieser Endzeit, wenn unser Nummer 1 Problem das menschliche Überleben ist, dass wir daher in der Lage sein sollten, in der Bibel zu forschen und die Lösung zu finden? Macht es nicht Sinn, dass Gott will, dass wir verstehen, was mit uns geschieht? Und was die Ursache ist für all diese Probleme, denen wir gegenüberstehen? Und für das Problem der menschlichen Vernichtung? Das ist es, womit wir konfrontiert sind. Ich möchte Ihnen die Kapitel dieses Buches vorlesen, beziehungsweise die 7 Geheimnisse, und ich sage Ihnen, es sind Geheimnisse, die diese Welt verwirrt haben. Beachten Sie das erste Kapitel. Wer und was ist Gott? Wer und was ist Gott? Die Leute verstehen es nicht. Sie denken, dass sie es verstehen. Aber sie tun es nicht. Kapitel 2. Das Geheimnis der Engel und bösen Geister. Und was ist mit den Engeln und den bösen Geistern? Gibt es sie wirklich? Glauben Sie das? Nun, die Bibel erzählt viel darüber, aber sie ist den meisten Menschen ein Geheimnis. Nun ja, fast allen Menschen. Kapitel 3. Das dritte Geheimnis. Das Geheimnis des Menschen. Was ist die Bestimmung des Menschen? Warum sind wir hier auf dieser Erde? Was ist unsere Bestimmung? Besteht sie nur darin, viel Vergnügen zu haben und dann zu sterben und das war es? Nun, ein Tier kann diese Art von Vergnügen haben und diesen Lebenszweck. Aber wir sind mehr als ein Tier und ich werde Ihnen das zeigen. Nummer 4. Das Geheimnis der menschlichen Zivilisation. Wir verstehen nichts über die Zivilisationen dieser Welt und wie sie begannen und warum wir alle diese Probleme haben und sie einfach nicht lösen können. Können sie nicht lösen. Das Geheimnis Nummer 5 ist das Geheimnis Israels. Die Bibel ist ein Buch über Israel. Wer weiß heute irgendetwas über Israel? Ich meine, was wissen Sie wirklich über Israel? Nun, wir haben ein Buch, das Ihnen das erklärt und das wir Ihnen geben wollen. Aber die Bibel ist ein Buch über Israel und den Menschen
wissen nicht einmal, wo Israel heute ist. Nummer 6. Das Geheimnis der Kirche. Was ist der Zweck der Kirche? Was soll die Kirche eigentlich tun? Gott sagt, dass sie den wichtigsten Auftrag auf dieser Erde hat. Wie lautet er? Und Nummer 7. Das Geheimnis des Reiches Gottes. Ich werde Ihnen zeigen, dass diese 7 riesengroße Geheimnisse sind, die die Menschheit durch ihre ganze Geschichte hindurch verwirrt und frustriert haben. Herr Armstrong ist, wie ich sagte, der Autor dieses Buches Geheimnis der Zeitalter und wir wollen es Ihnen gratis geben. Und er sagte, es war das wichtigste Buch, das er jemals in seinem Leben geschrieben hatte und war überzeugt davon, dass es das wichtigste Buch auf dieser Erde nach der Bibel war. Es war eine vollständige Zusammenfassung seiner Arbeit und er publizierte dann sogar das Buch nur etwa 6 Monate vor seinem Tod am 16. Januar 1986. Aber die Kirche, die er gegründet hatte, entschied nach 3 Jahren, dieses Buch nicht mehr zu drucken. Und so gab es eine größere Gruppe von uns, die damit nicht einverstanden war. Und wir entschieden, dass wir es drucken würden. Und es endete damit, dass wir sogar vor Gericht gehen mussten. Sie wollten nicht, dass dieses Buch gedruckt wird. Wir gingen mit ihnen vor Gericht und haben jetzt das Copyright für dieses Buch und für die 18 anderen von Herrn Armstrong geschriebenen Bücher und Broschüren gewonnen. Nun die Frage, die ich Ihnen heute stellen möchte. Wir haben mehrere Millionen von Dollars ausgegeben für den Kampf vor Gericht, um dieses Buch und die anderen Bücher und Broschüren zu gewinnen. Mehrere Millionen von Dollars, um jene Bücher zu gewinnen und insbesondere dieses Buch. Und jetzt wollen wir es Ihnen gratis geben. Warum würden wir das tun? Weil wir fühlen, dass sobald Sie dieses Buch lesen, Sie den Wert erkennen werden, wenn Sie es wirklich studieren. Und es wird alle Rätsel von Ihrer Bibel entfernen. Ob Sie es glauben oder nicht, so kraftvoll ist dieses Buch und so wichtig ist es. Lassen Sie uns also einen Blick auf diese 7 Geheimnisse werfen. Ich werde diese besprechen, soweit ich heute komme. Es könnte sein, dass ich ein weiteres Programm oder sogar 2 dafür brauche. Aber ich möchte zu Ihnen über diese 7 Geheimnisse sprechen, die der Menschheit durch ihre gesamte Geschichte hindurch so verwirrt, entmutigt und verunsichert haben. Weil sie Geheimnisse sind und sie sollten keine Geheimnisse sein. Aber sie sind es. Das erste Geheimnis ist, wer und was ist Gott? Wie ich schon sagte, diese Frage ist nicht von der Religion oder der Wissenschaft oder der Schulbildung beantwortet. Und so sind wir hier und stehen dem schlimmsten Leiden, das es jemals auf dieser Erde gab, gegenüber. Die schlimmsten Leiden und die größten Probleme, denen diese Menschheit jemals gegenüberstand. Und wir wissen nicht, wie wir sie lösen können. Wir wissen nicht, wie diese Probleme zu lösen sind. Wenn es aber einen liebevollen Gott gibt, ich wiederhole, wenn es also einen liebevollen Gott gibt und wir ihn kennen, dann können wir diese Probleme gewiss lösen. Sollten Sie aber glauben, dass es keinen Gott gibt und Sie können das glauben, wenn Sie wollen, so kann ich Ihnen aber sehr, sehr leicht und einfach beweisen, dass es einen Gott gibt, das am Leben ist und versucht, uns eine wichtige Lektion zu lehren. Er will das Geheimnis von der Bibel wegnehmen. Und das gilt für Sie, individuell oder kollektiv. Es macht keinen Unterschied. Es gilt für die ganze Nation. Aber die Menschheit ist die Ursache für all diese Probleme. Wir selbst haben diese Probleme über uns gebracht, weil da ist etwas verkehrt mit den Menschen und die Bibel sagt ihnen, was wir tun müssen, um unsere Probleme zu lösen. Und als erstes haben wir die menschliche Natur zu ändern. Das ist sehr deutlich in der Bibel. Aber sehen Sie, nur ein wenig Logik sollte uns sagen, dass, wenn da ein lebender Schöpfergott ist, es sein Wille wäre, dass wir diese Probleme lösen. Und Sie können heute zu jeder beliebigen Institution in dieser Welt gehen und man wird Ihnen keine Antwort auf diese Geheimnisse geben können. Sie können diese nicht lösen. Und sie sind von geradezu überragender Größe. Aber wir müssen sie lösen, sonst werden sie uns erdrücken.
Ist da eine Stimme? Ist eine Stimme, die hinausruft in diese Welt? Und hat es eine in der jüngsten Vergangenheit gegeben? Eine Stimme, die hinausruft in diese Welt und uns sagt, wie wir aus dem Wahnsinn dieser Welt herauskommen. Sie wissen, wenn sie um sich blicken und offen ansehen, was los ist auf dieser Welt. Dass es ernste Probleme gibt und wir in der Lage sein sollten, diese Probleme zu lösen. Und wir werden sie lösen, rechtzeitig. Aber bis dahin wird es zuerst eine Menge Leid geben, es sei denn, wir hören Gott zu und hören auf seine Botschaft. Diese Probleme werden gelöst werden. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben, eine Geschichte, die Herr Armstrong erlebte, als er auf dem Weg war zu einem Treffen mit Indira Gandhi, der damaligen Ministerpräsidentin von Indien. Er war in Neu-Delhi und stieg in ein Taxi und sie fuhren herum und es sah all diese Kühe und Obst in Neu-Delhi herumlaufen und er fragte den Taxifahrer, ob diese Tiere nicht weit weg von zu Hause streunten. Und er sagte, ja, das tun sie. Und der Armstrong fragte ihn, und wie findet sie der Eigentümer? Und der Taxifahrer lächelte und sagte, warum? Der Eigentümer findet sie nicht. Sie wissen, wie ihr Eigentümer ist. Und sie gehen nach Hause zurück. Sie wissen, wo er zu Hause und ihr Eigentümer ist und sie gehen zurück. Das erinnert Herrn Armstrong augenblicklich an eine Schriftstelle, die ich Ihnen heute vorlesen möchte. Es ist Jesaja 1, 2 bis 4. Hier ist, was sagt, höre du Himmel und horch auf du Erde. Das sind Endzeitprophezeiungen. Höre du Himmel und horch auf du Erde. Denn der Herr hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und aufgezogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Ein Rind kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Mein Volk kennt mich nicht, sagt er. Vers 4, wehe, sündige Nation, das bezieht sich auf Israel, schuldbeladenes Volk. Nur beladen mit Schuld, Sündhaftigkeit oder Gesetzlosigkeit sollte es besser heißen. Sie brechen das Gesetz Gottes. Ein Geschlecht von Übeltätern, verderbenbringende Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels verworfen. Sie haben sich nach hinten abgewandt, sie haben Gott verlassen. Nun, man kann Gott nicht verlassen, wenn man ihn niemals kannte. Dieses Volk kannte ihn also auf die eine oder andere Weise. Nun, im Israel des Altertums, und Israel ist natürlich die einzige Nation, die jemals Gott gekannt hatte oder von Gott geführt wurde oder eine Vergangenheit mit Gott hatte. Die einzige Nation, und sie verließen Gott. Sie verließen ihn. Gott hat ihnen damals nicht das Heil angeboten, aber er bietet dem geistigen Israel oder der Kirche das Heil an. Aber in dieser Endzeit, und dies ist eine Endzeitprophezeiung, sagt Gott, dass sich das ausdrücklich auf seine eigene Kirche bezieht. Seine eigene Kirche. Diese haben Gott verlassen. Sie haben das geistige Verständnis und es wird ihnen das Heil angeboten. Und dennoch, sagt Gott, sie haben Gott auf der geistigen Ebene verlassen. Genau wie es das alte Israel getan hatte. Wir haben eine Broschüre über Jesaja und Sie können daran schreiben, wenn Sie diese haben wollen. Sie ist gratis. Und Sie sehen das dort bewiesen. Aber vor allem sendet Gott diese Botschaft zu seinem Volk. Und wir haben viele Male unser Buch die USA und Großbritannien in der Prophezeiung angeboten. Und es wird Ihnen beweisen, wer Israel ist, wer die USA sind und wer Großbritannien ist. Es wird Ihnen das beweisen. Wir haben im Gerichtsverfahren auch dieses Buch gewonnen, die größere Version davon. Und wir bieten es Ihnen ebenso völlig gratis an. Wir wollen, dass Sie diese wertvolle Wahrheiten haben. Und sie sind unbezahlbar. Man kann keinen Preis festsetzen. Und wir berechnen nichts für unsere Literatur. Wir möchten, dass Sie sehen, was Ihre Bibel tatsächlich sagt. Und welch ein großes Geschenk es ist, wenn Sie sie verstehen. Und es kann alle Geheimnisse davon entfernen. Aber hier in Jesaja 1, 2 bis 4 ist ein entsetzliches Bild. Gott sagt, die Nationen von Israel haben weniger Intelligenz als ein Ochse, wenn es darum geht, ihre Besitzer zu gönnen. Gott ist unser Eigentümer, Gott ist unser Schöpfer. Er sagt, schau, der dumme Ochse kennt seinen Besitzer, aber ihr kennt mich nicht. Das kommt direkt aus ihrer Bibel. Es ist direkt aus ihrer Bibel. Und es ist für diese Endzeit prophezeit. Sie sollten besser darüber nachdenken. Kennen Sie Gott? Können wir intelligenter werden als der Ochse und die Kuh? Das ist die größte Tragödie in der heutigen Welt. Obwohl die Leute es nicht wahrnehmen.
Es ist die größte Tragödie, vor der wir heute stehen. Aber ich möchte, dass Sie auch beachten, dass Gott die Bewohner der Erde aufruft, dass die Erde dies hört. Sie kennt ihn nicht. Diese ganze Welt ist verführt. Offenbarung 12 und Vers 9. Sie kennt Gott nicht. Das alte Israel sollte eigentlich die Welt über Gott belehren. Darum drückt es Gott so aus. Er macht ausdrücklich Israel dafür verantwortlich, aber er sagt sie, dies ist für die ganze Welt. Israel soll diese Botschaft der ganzen Welt bringen. Heute tut es die Kirche. Gottes wahre Kirche bringt diese Botschaft der ganzen Welt. Das ist ein Gebot. Und dies ist eine Botschaft für die ganze Welt. Und dies ist ein Buch für die ganze Welt. Die ganze Welt muss wissen, was die Bibel sagt und muss sich die größten Fragen des Lebens beantworten. Sie muss sich dem stellen und sich die Antwort geben. Folglich beabsichtigte Gott, diese Botschaft hinauszubringen in diese Welt und an jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf diese Erde. Das ist es, was er beabsichtigte. Sehen Sie, Gott hat Probleme gehabt mit den gebildeten Menschen von Anfang an und Paulus hatte Probleme mit ihnen. Wenn Sie an den Bericht in Apostelgeschichte 17 denken, wo er zu den Athenern ging und sie hatten dort ein Denkmal für jeden Gott, den man sich vorstellen kann, sogar ein Denkmal für den unbekannten Gott. Paulus sagte, das ist der Gott, von dem ich euch erzählen will. Seine Kernaussage lautete, ihr kennt Gott nicht, sonst würdet ihr nicht all diese verschiedenen Denkmäler haben. Ihr kennt den wahren Gott nicht. Das waren Philosophen und Gelehrte und das Einzige, was sie taten, war über Philosophie zu reden. Ich meine, sie verbrachten ihr ganzes Leben damit und Paul sagte, ihr kennt Gott nicht. Ich muss Ihnen das sagen, das Bildungssystem von heute tut es nicht. Matthäus 13, Vers 15 sagt, sie verschlossen ihren Sinn vor Gott. Das sagt die Bibel. Gebildete Leute waren das und sie können behaupten, dass sie an einen ersten Ausländer glauben. Oder wie immer sie das bezeichnen. Aber Gott sagt, sie wollten Gott nicht in der Erkenntnis festhalten. Römer 1, Vers 28. Und das trifft nicht nur auf die Gebildeten zu. Und wenn Sie Apostelgeschichte 1, 15 lesen, dann sehen Sie mit, wie vielen Bekehrten Jesus Christus seine Erdenzeit beendete. Wissen Sie es? Mit 120. Christus und Gott versuchen nicht, heute die Welt zu retten. Er lässt sie die Lektionen auf die harte Weise lernen. Er versucht nicht, die Welt zu bekehren. Ich meine, am Ende hat der Sohn Gottes nur 120 Menschen bekehrt. Macht das einen Sinn? Aber genau das geschah. Er sprach sogar in Gleichnissen, damit sie ihn nicht verstehen konnten. Denn sie wären bekehrt worden und er würde sie heilen und sie würden dann neuerlich zurückabfallen. Das ist es, was er sagte. Aber Gott sagt in Jesaja Kapitel 40 und Kapitel 41, seht, ich bin der lebendige Gott. Ich schuf alles und der Mensch ist nichts und kann getrennt von mir nichts tun. Das ist es, was Gott sagt. Und das ist das Problem. Das ist das große Problem. Der Mensch ist nichts und er kann nichts tun. Sogar Christus selbst sagt, ich kann nichts aus mir selbst tun. Er wusste, dass er für alles, was er als Mensch auf dieser Erde tat, den Geist Gottes brauchte. Und auch Sie und ich können nichts abgetrennt von Gott tun. Nichts. Nichts. Jetzt sehen Sie, dass wir dadurch in Schwierigkeiten geraten. Die Menschen glauben das nicht. Sie denken, dass sie eine Menge tun können und echt etwas sind. Doch sie sind nicht kindhaft und sie sind nicht wie ein kleines Kind. Darum sagt Gott, ich kann sie nicht lehren, weil sie nicht zuhören würden. Und er sagt weiter, in Ordnung, macht weiter wie ein trotziges Kind und lernt den harten Weg. Das ist es, was Gott sie tun lässt. Sie sehen, dass hier das Problem des Menschen liegt. Das ist ein großes Problem. Jetzt will ich zum zweiten Geheimnis übergehen und davon sprechen, so viel ich kann. Und hier geht es um das Geheimnis der Engel und das der bösen Geister. Wenn Sie einen Blick in 2. Moses 25 werfen, so werden Sie sehen, dass es zwei große Superengel auf jeder Seite des Thrones Gottes gab, die Gott demnach mächtig einsetzte. Und Engel beaufsichtigten früher und sind in der Tat auch heute in der Gotteskirche eingesetzt und helfen so Gott bei der Ausführung seines Plans. Aber warum schuf Gott Engel? Wissen Sie es? Warum tat er das?
Die Bibel sagt, dass er diese Engel schuf, damit sie über die Erde herrschen und dann hinaus in das Universum gehen sollten. Aber Luzifer und ein Drittel der Engel rebellierten und Gott musste dann einen Ersatzplan haben. Und er erkannte, dass diese Erde und dieses Universum von niemandem anderen außer von Wesen mit dem Charakter Gottes ihm selbst also regiert werden konnte. So ging er daran, sich im Menschen neu zu erschaffen. Er ging daran, sich durch den Menschen fortzupflanzen. Beachten Sie, was es in Hesekiel 28, Vers 12 über Luzifer sagt und was mit ihm passierte. Vers 12. Nur der letzte Teil davon. Du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Er sprach über den König und dann redete er über diesen Satan, den Teufel, der hinter ihm ist. Und das hat eine andere Bedeutung. Er sagte, Vers 13, du warst in Eden, dem Garten Gottes. Hier ist mit Sicherheit nicht die Rede von einem Menschen. Und dann sagt er, aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke. Karneol, Topas, Jaspis, Türkis, Onyx und Nephrit, Saphir, Rubin und Smaragd. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Satan oder Luzifer geschaffen wurde mit all seiner musikalischen Fertigkeit, all dieser hervorragenden Fähigkeit, genial in Musik. Und dann, als er rebellierte, hatte das alles pervertiert. Und Sie wissen das. Sie können sich umsehen und Sie können die Musik heute sehen und all das Geschrei und das Geheulen und das Gestöhne. Und die entmutigenden Stimmungen in dieser Musik. Und es kommt nicht von Gott. Lassen Sie mich Ihnen sagen, es kommt von genau dieser Rebellion hier. Es gab eine Zeit, sogar noch vor wenigen Jahren, dass wir gesagt hätten, die meiste Musik, die Sie heute hören, sei dekadent. Ich denke, dass wir uns manchmal einigen harten Wahrheiten stellen müssen. Denn sehen Sie, wie wirkt diese Musik auf die Moral unserer jungen Leute? Vielleicht müssen wir alle das sehr genau überprüfen. Aber denken Sie, dass diese Art von Musik die meiste Musik, die Sie im Fernsehen sehen und hören, von Gott ist? Ich sage Ihnen, dass dies ein großer Teil des Geheimnisses ist. Wir müssen den Gott dieser Welt verstehen. 2. Korinther 4 und Vers 4. Es ist der Teufel. Er ist der Gott dieser Welt. Nicht der wahre Gott. Gott sagt, ihr wollt ihm also folgen? Dann tut es. Ich werde euch erkennen lassen, wohin euch dies führt. Und das haben wir. Das haben wir. Und ich sage Ihnen, unsere Musik und unsere Moral sind eine Schande vor dieser Welt. Unsere Vorfahren wären schockiert. Würden Sie sehen, was heute in Amerika geschieht. Und ich denke, dass Sie sehen, dass wir alle das verstehen müssen. Diese rechtschaffenen Engel helfen Gott. Aber Gott musste erkennen, dass sie nicht den Charakter haben, um das ganze Universum zu entwickeln und zu bilden, das Gott für sie geschaffen hatte. Der Ersatzplan war dann der Mensch. Vers 14, lass Sie mich dies rasch lesen. Du warst ein schirmender Kerub. Kerub, er bedeckte den Thron Gottes, und ich hatte dich dazu gemacht, du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Du warst vollkommen in deinen Wegen, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht oder Gesetzlosigkeit an dir fand. Unrecht, Gesetzlosigkeit. Gott hat ihn, Luzifer, und ein Drittel der Engel darin angewiesen, wie diese Erde zu entwickeln und zu verschönern sei. Und er wollte, dass sie das ganze Universum verschönern und entwickeln und aufwerten. Aber sie rebellierten. Unrecht, Gesetzlosigkeit. Sie wollten nicht das Gesetz Gottes und die Herrschaft Gottes etablieren und die Regierung Gottes auf dieser Erde verkörpern. Und so pervertierten sie das alles. Sie pervertierten das alles. Ich sage Ihnen, dass es einen großen Zweck hier gibt und ich habe noch mehr Notizen, um über dieses Thema zu Ihnen zu sprechen. Aber ich habe nicht die Zeit, heute da hineinzugehen. Aber ich möchte Sie nur daran erinnern, was in 1. Mose 1, Vers 26 sagt, dem ersten Kapitel der Bibel. Es sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis. Jetzt sehen Sie, dass der Mensch wie Gott aussieht.
Er sagte, die Tiere wurden nach Art der Tiere gemacht, aber der Mensch wurde nach Gottes Art gemacht und sieht in seinen Merkmalen wie Gott aus. Und Gott erklärt, dass der Mensch nun den Charakter Gottes zu bilden hat, nach Gottes Ebenbild. Das ist es, was dieser Ausdruck bedeutet. Gott will sich im Menschen reproduzieren und gibt uns diese höchste Bestimmung, nämlich diese Erde und das ganze Universum zu regieren. Es stellt sich jetzt natürlicherweise die große Frage, können wir das tun oder scheitern wir wie Lucifer? Können wir das tun? Können wir diese große, uns von Gott gegebene Bestimmung erfüllen? Wir sind keine Tiere, wir sind nach dem Bilde Gottes gemacht. Und das ist ein großes Geheimnis für diese Welt. Die Menschen in dieser Welt verstehen das nicht. Die Religion versteht es nicht, aber sie können es verstehen.